Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Let's Go Evoli. Und es freut sich. Evoli dreht sich lächelnd zu dir, das ist toll. Ja, wir haben unser Evoli erhalten, wir haben den Pokédex erhalten. Und eigentlich hätte ich es erwartet, dass uns unser Rivale zum Kampf herausfordert. Mit dem ach so tollen Namen Pikaboy. du bist meine Mama, oder? Oh, das ist ja ein süßes Pokémon, das hat dir der Professor geschenkt, hä? Nicht ganz. Moment, was sagst du? Du hast es ganz alleine gefangen? Da bin ich sprachlos. Und wie heißt der Kleine? Ah, Evoli, wirklich niedlich. Ui, es ist ganz schön lebhaft. Ihr beide werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieses Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Oh, die Karte kriegen wir von Mama, auch gut. Nicht von der Schwester von Pikaboy, auch gut. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Danke. Tschüss, Mama. Tschüss. Ja gut, dann können wir loslegen, ne? Hier haben wir mit allen Leuten gesprochen, würde ich sagen. Oh, sieht das anders taub, sie fliegt einfach nur da entlang. Route 1. Knofensa. Versuchen wir mal zu kämpfen. Warum gibt es hier Knofensa? Ein wildes Knofensa erscheint. Ich kann jetzt hier quasi... Ach so, ich muss das wirklich so machen. Ich kann das Pokémon nicht mal schwächen. Oh Gott, okay, wir versuchen es mal. Zielen. Und hepp. Alter, bin ich gut. Alter, bin ich gut. Leute, ernsthaft. Ist das so getriggert? Nee, ich glaube nicht, oder? Neues Pokémon, bla bla bla, mit einem Wurf, Wurftechnik, fabelhafter Wurf, Erfahrungspunkte. Eine Nanap-Beere bekommen, okay. Ah, und so kriegen die Pokémon Erfahrungspunkte, wenn ich was fange. Das ist cool. Das ist cool. Nofensa, ja. Nofensa bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Schön. Ich würde gerne mal was nachsehen. Bericht, ja. Evo? Hallo, Evo. Es ist mit Hilfe einer mysteriösen Kraft in die Kanto-Region gereist. Das stammt doch aus der Kanto-Region. Aber... ja, das Knofensa, schön. Evo? Details. Was? Was? Aber... Evo? Ist das hier wirklich so... dass die keine Fähigkeit mehr besitzen? Das scheint so, oder? Es scheint wirklich so. Ein bisschen schade, aber naja, sei es drum. Bei der ersten Generation halt nun mal so. Okay, cool. Wir haben ein Knofensa. Sehr schön. Da fliegt ein Taubsi umher. Da ist nochmal ein Knofensa. Ich wollte das Taubsi gerade mitnehmen. Warum spawnt Evoli die ganze Zeit so ein bisschen weg? Warum? Geht's dir nicht gut? Kleines Evoli? Evoli sieht sich unruhig um. Keine Sorge, Evoli, ich bin da. Was mit dir? Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, runter zu hüpfen. Ja, 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 ist mir bewusst. Radfratz, auch nicht sonderlich interessant. Sieht so schön aus hier. Was ist hier? Nochmal ein Radfratz. Ah, komm, wir nehmen die Viecher mit. Warum nicht? Das Radfahrt zu sein. Zielen! Und hä? Ups. Was, du Kackviech? Einfach fabelhaft, Alter! Okay. Ja, ich muss da noch ein bisschen reinkommen. Obwohl ich jetzt drei Pokémon gefangen habe mit einem fabelhaften Wurf, aber. Level für Evoli. Oh, klasse. Ja, ich muss Pokémon fangen quasi. Damit meine Pokémon leveln, ja. Das muss ich im Hinterkopf bewahren. Heißt, ich sollte möglichst alles fangen. Es klappert mit seinen zwei Nagelzähnen alles und jeden an. Stößt man auf eins, findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Ja, das ist jetzt in meinem Team.
Okay, gut, ich habe verstanden. Ich muss alles fangen. Ich habe ja verstanden. Ratfratz, Knopfenser haben wir bereits. Gibt's hier sonst noch was? Aber es ist wirklich angenehm, dass man hier die Pokémon wirklich... Oh Gott, das sind ganz viele Knopfenser. Kann man denn eigentlich... Shiny erkennen? Wie mir das nachläuft! Das ist voll... Ja gut, will ich jetzt nochmal eins haben? Ich glaube nicht. Ja. Kann man immer flüchten? Ich meine, ich glaube ja, ne? Muss ja so sein. Ich hätte jetzt aber gerne... Nein, Taubs hätte ich noch gerne. Wobei, wir wollen alle Pokémon haben. Wobei, auf Wilde... Radikal sollten wir dann schon noch treffen, nehme ich an, ne? Das sollte jetzt nicht das Problem sein, aber... Dann Taubsi! Nehme ich natürlich auch mit. Hallo, Taubsi! Zielen! Und Feuer! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Was mache ich da? Ich meine, mir soll es recht sein, aber... Ich meine, das sind ja jetzt noch... schwache Pokémon, ne? Die kriegt man schon so einfach so mit einem Wurf. Aber wie soll ich denn zur Hölle so legendäre Pokémon fangen? Sorry, meine Stimme kackt gerade ab. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als was zurückzuschlagen. Okay, Moment mal kurz. So, es geht weiter. Alles klar, Taubsi wurde mitgenommen, das ist gut. Und dann... Wie gesagt, kann ich jetzt schon erkennen, ob etwas shiny ist oder nicht? Falls ja, wäre das ziemlich cool. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter, würde ich sagen, außer ich sehe noch irgendwas Cooles hier. Nö, Radfratz ist nicht so interessant für mich eigentlich. Was ist denn? Evoli? Was ist denn? Evoli hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Chemiebe... Was? Evoli findet Dinge? Oh mein Gott! Kein Detektor mehr, oder wie? Das wäre geil. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Ja, okay. Sonst ist hier nirgendwo was, nee. Ja gut, dann... gehen wir weiter nach Vertania City! Tipps für Trainer, wenn du dir Pokébälle kaufen willst, dann geh halt zum Markt, ja. Oh, wie das hier aussieht. Wenn ich in Memoria City einkaufen will, muss ich immer den verworrenen Weg durch den Vertania-Wald auf mich nehmen. Tja, nicht mein Problem. Möchtest du ja noch irgendwo was finden, Evoli? Vielleicht? Hier ist nix. Schlägt sanfte Wellen, ja, so ein kleines... Sehe ich hier in Dane. Das hier ist ein Pokémon-Center, nehme ich an. Wie das hier aussieht. Sehr geil. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt, weißt du? Sorry, ich habe hier kurze technische Probleme gehabt, aber die sollten jetzt behoben sein. So, was haben wir denn da alles? Komische Schriften auf jeden Fall. Poster, ja. Wer bist denn du? Dieses Lesematerial im Magazinstand da hinten ist für alle da. Darauf hat mich die Dame mein Fan freundlich hingewiesen. Ja, das ist schön. Bist du? Wo du von hier aus auch hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort kannst du jederzeit völlig kostenlos deine Pokémon heilen lassen. Das ist gut. Hast du schon einmal gegen andere Trainer gekämpft? Hier ein kleiner Tipp. Wenn die Initiative deines Pokémon größer ist als die Gegenschritt, dann bist du schneller dran. Ja, ist mir schon klar. Oh, wie cool die Karte einfach nur gemacht ist. Oh, wie schön, wie schön, wie toll. Gefällt mir. Was ist jetzt da unten für ein Symbol? Unten rechts. Weiß ich nicht. Hallo, Schwester Joy. Es tut mir leid, aber unsere Maschinen werden gerade gewartet. Komm doch bitte später wieder vorbei. Was? Das finde ich nicht so gut. Na gut, bisher konnte ich ja nicht kämpfen. Macht schon Sinn. Frag mich, ob ich nach links gehen soll, zu Pikaboy. Du versuchst, den Pokédex zu vervollständigen, dann gebe ich dir einen Rat. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ja, da hast du...
Recht, was zur Hölle? Das Mauzi habe ich vorhin schon gesehen, aber... Jesse James, was? Die gibt's hier, wie geil. Was ist ein Pokémon, das du dabei hast? Wie cool. Ich find's klasse, dass man mit seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. Ja, schon. Kann ich euch so austricksen? Nee, ist der Schneiderbusch. Was? Ich wollte eigentlich den Baum ansprechen, aber jetzt habe ich einfach da einen Trank gefunden. Ja, man kann die zerschneiden, aber wie? Soll ich schon hier nach hinten gehen? Bin nicht bereit dafür. Fühle mich nicht wohl hier. Im Wasser erkenne ich aber keine Pokémon, das ist interessant. Gut, da in der Wiese auch nicht. Das hier unten müsste... Oh, Item. 5 Pokébälle gefunden. 5 Bälle in einem Pokéball, das ist sehr praktisch. So hat man nie ein Platzproblem. Oh, da fliegt ein Habitat fliegt da. Okay, ich will da hoch. Warum gibt's hier nichts? Da, Nidoran. Oh, Nidoran. Könnte praktisch sein. Weil, wie gesagt, ich muss ja jetzt auch ganz viel Pokémon fangen, ne? Okay, wir zielen. Und dann sagen wir... Na, shit. Das hat sich gerade bewegt. Das war nur großartig. Was heißt nur? Es war großartig! Es ist eine wirklich nette Idee, das Kampfsystem auf ein solches hier zu ändern. Beziehungsweise das Fangsystem. Ist wirklich nett. Oh, Level Up für Evoli. Ist wirklich nett, aber es war ein mutiger Schritt und ich weiß noch nicht genau, ob mir das gefallen würde. Ich meine, die Grundidee dahinter, dass man ein Pokémon zuerst schwächen muss und so. Fand ich schon cool. Das fand ich schon cool. Wow. Als ob ich das Spiel kennen würde. So, jetzt bin ich gespannt. Was war das? Ah, das Habitat war's. Ich möchte ungern da nach hinten gehen und Pikaboy in die Arme laufen. Dafür müsste ich schon ein bisschen stärker sein, nehme ich an. Naja, versuchen mal das Habitat zu fangen. Das war nicht so gut. Einfach fabelhaft. Sagen wir es mal so, in Pokémon Go, da werfe ich nicht so viele einfach fabelhaft Würfe, wie ich es hier gerade schaffe, okay? Nicht, dass ihr denkt, boah, der kann's aber hier, ne? 26 Erfahrungspunkte. Cool. So, und gleich habe ich mein Team voll. Das trifft sich gut. Taubsi lernt Windstoß, damit kann man arbeiten, ja. Nee, ich würde halt schon gerne... Weil, wisst ihr was, ich möchte alle Pokémon haben, die es hier gibt, aber natürlich... Shit. Mache ich dann das Offscreen. Irgendwann. Weil wenn ich wirklich nur noch entwickeln muss und so, dann ist das ein bisschen... nervig. Und nächstes Nidoran. Oder soll ich nach links gehen? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dabei draufgehe. Nee, ich muss zuerst in den Shop gehen. Ich brauche vielleicht, Dingens hier. Tränke oder so. Aber dass alle Pokémon leveln, das ist wirklich sehr cool. Braucht man den EP-Teiler gar nicht mehr. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich mein Team aufstellen soll, ehrlich gesagt. Hallo, Radfratz. Oh, Nidorino! Nidorino ist gut. Männliches Nidoran. Kommt natürlich auch mit. Hallo, du kleines Mistvieh. Du kommst mit. Weißt du das? Shit! War nicht ganz so gut. Bisschen zu spät geworfen. Aber es bleibt drin. Perfekt. Perfekt. Ja, ich sollte einfach mal ein paar Pokémon fangen, würde ich sagen. Damit ich hier mal ein bisschen einen Anfang habe. Versteht ihr? Ich nehme an, besonders auf Evoli muss ich ein bisschen Acht geben. Weil vom Typ normal, ja, ist nicht so optimal. Aber warten wir es mal ab. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mutig. Nee, ich bin nicht mutig. Ich habe keine Tränke. Ich sollte nichts überstürzen. Es ist zwar hier keine Nuzlocke-Challenge, gar nichts. Es ist ein schönes, blindes Durchspielen, ja. Ganz entspannt und so. Freue ich mich drauf. Aber... Trainerschule. Uninteressant eigentlich für mich, oder?
Sagst mir was. Ja, liebe Klasse. Ja, Informationen, ne? Bla bla bla. Nein, nicht nochmal. Nein, 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 nicht nochmal. Ich gehe. Ich gehe. Ja gut. Wo ist denn jetzt der Markt? Da ist der Markt. Hallo, kommst du aus Alabastia? Ja. Hey. Oh, hallo, kommst du aus Alabastia? Ja. Dann kennst du sicher den Professor. Ah, ich muss ihm trotzdem noch ein Paket bringen. Ja, okay. Ja gut, dann gehen wir halt dann nochmal... Nee, ich kann doch einkaufen gehen. Was? Ich muss nicht mal dahin laufen? Das wäre ja geil. Ich muss echt nicht mal dahin laufen? Alter! Wie geil. Hey, Professor, ich habe hier was für dich. Nö, hallo Shoni. Na, verstehst du dich mit Evoli? Na nun! Was denn? Wie cool. Okay, dann sitzt es jetzt halt da. Umso besser. Na, das staune ich aber. Ihr beide seid ja schon geradezu unzertrennlich. Hohoho. Du scheinst das Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich. Du übergibst das Paket. Oh, meine Lieferung ist erst eingetroffen. Danke, dass du dir diese Mühe gemacht hast, sie mir extra herzubringen. Hey, Professor Eich, Professor, mein Pikachu hat eine Attacke, was? Wow, wie cool ist das denn, Shoni? Ist Evoli einfach so an dir hochgeklettert? Pikaboy, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Himbeeren, jo, danke. Die sollte ich mir aufbewahren, nehme ich an. Die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul! Diese Beeren sind für Pokémon gedacht! Wirfst du eine Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Ball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Beeren beinahe selbst gemampft. Na, was für ein Idiot. Dann wäre das also auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß dabei habt. Yeah, Spaß, Spaß, Spaß. Cool. Wie sieht mein Team jetzt aus? So sieht es aus. Ja gut, das sollten wir so belassen. Und auch für den heutigen Part sollten wir es belassen. Denn das war's bereits für heute mit Pokémon Let's Go Evoli. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!